So, was geht bei euch, Leute? Und aufgrund eines Kommentares habe ich mich dazu entschieden, mal ein Tutorial zu machen, wie man denn diese komischen Partikel-Trails einfach mal macht. Ja, so sehen die aus. Also ich habe jetzt mal einfach das Projekt genommen, die unnötigen Sachen hier rausgelöscht und auch die Schatten weggemacht, damit es ein bisschen besser lädt hier, weil das brauchen wir halt nicht. Also, dann werde ich das hier mal löschen. Partikel und fangen wir damit an. Das, ach ja, das Licht gehört auch zu den Partikeln, würde ich auch. Dann tun wir mal ein neues Solid erstellen. Ist eigentlich egal, wie ihr das nennt. Partikel nenne ich das mal. Rohes Lila, ja, okay. Dann geht ihr auf Particular. Ach, bin ich blöd zum Schreiben oder was? Ist es. Dann erstmal das erste, was wir machen, ist ein Licht erstellen. Und das nehmen wir dann eben mit her. Das ist ganz wichtig, dass wir das eben mit nennen. So, dann weiß nämlich Partikular, das ist das Licht, was wir, wo die Partikel halt rauskommen werden. Und dann können wir das hier einfach mal irgendwo hin platzieren. Ja, das ist jetzt unser Licht. Da hinten, warte, sehen wir schon die Partikel. Tun wir jetzt erstmal hier bei Partikel, wo ist es denn? Ach, ich bin in Element drin, ja, ich bin so blöd. Ja, das cutte ich auf jeden Fall raus. Also hier sind wir dann bei den Partikeln. Dann tun wir hier bei Emitter Type von Point of Lights. Dann sehen wir schon direkt, ist ja das Licht erkannt und hier die Partikel. Können wir mal, wenn ihr eine neue Version habt, auf Effektbilder gehen. Das haben die alten Versionen nicht, aber das ist auch nicht so schlimm, weil das kann man auch alles ohne diesen komischen Effektbilder machen. Wir wollen nämlich nur die Physics. Da muss ich mal ganz kurz gucken, welches das richtige ist. Nämlich ein, ja, Size Turbulation Feld. Das brauchen wir. Den Rest können wir löschen. Size Turbulence, das ist cooles Zeug, dann wird das nämlich so groß und klein. Ja, auf Apply. Dann haben wir das schon mal. Wieso? Okay. Vielleicht so. Dann, um unsere Trail zu kriegen, machen wir hier erstmal alles auf 0. Die Velocity auf was ganz Kleines, das. Ja, sowas ganz Kleines. Ihr könnt die Velocity auch auf 0 machen und ja, ihr sollt doch bitte nicht alle Sachen hier kopieren, die ich hier mache, weil ja, ihr sollt auch ein bisschen mal selber kreativ werden, sag ich mal damit. Das ist ja halt nur so ein kleines Tutorial. Dann auf Partikel gehen wir auf Streaklet und ja, Feder, eigentlich scheißegal, aber. Ja, live kommt halt darauf an, wie lange ihr die wollt, dass die sich bewegen. Mein Deutschrip. Und ja. Wir sind halt schon jetzt einfach mal fast fertig mit der ganzen Trail. Das Wichtigste kommt jetzt und das hat gar nichts richtig selber mit den Partikeln zu tun, sondern dem Emitter. Gehen wir jetzt zum Beispiel auf Transform, drücken Alt und klicken auf dieses kleine U da. Dann geben wir einen Wiggle. Und das, ja, das kommt jetzt halt auf eure Scene an, also auf eure Cinematic. Das ist bei jedem unterschiedlich. Ja. Also die erste Zahl, die wir hier eingeben, ist die Frequency. Also wenn wir zum Beispiel 0,4 hier eingeben, dann heißt das, dass es sich 0,4 mal ungefähr halt in der Sekunde bewegt. Und dann drücken wir ein Komma, um das Ganze zu trennen. Ganz wichtig auch bei der 0,4 einen Punkt zu benutzen. Und dann ein Komma und danach kommt halt, ja, wie stark das sein soll. Es kommt halt immer auf eure Cinematic an, das kann bei jedem anders sein. Ich gebe jetzt einfach mal testweise 100 ein. Also, wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen gucken, was der richtige Wert ist. Das ist aber schon ein bisschen zu wenig. Dann gebe ich das mal, weiß ich nicht, 600 ein. Okay, jetzt haben wir es schon. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Na, ich 200.
Dann haben wir jetzt schon mal hier. Seht ihr, das sieht schon mal sehr stark nach einer Particular Trail aus. So wie wir das haben wollen. Jetzt können wir die mal ganz kurz hier bewegen. So, jetzt sieht das Ganze schon so aus. Und übrigens, ich stelle das mal ganz kurz ein bisschen weniger stark ein. Ich weiß nicht, warum das alles wieder da ist. Effect Size. Ein bisschen weniger, ja. So. Sieht das Ganze so schon mal aus. Und dann könnt ihr natürlich auch den Emitter animieren. Zum Beispiel Position fängt an hier. Und also das ist halt das Grundwiggeln, ja. Das, ihr könnt halt trotzdem die Position animieren quasi. Dann, warte mal, mach ich mal kurz hier. Tun wir es einfach mal hier nach vorne ziehen. Nee, so. Ja, so. Und dann gucken wir uns das mal an. Dann sieht das Ganze nämlich schon so aus. Jo. Das sieht auch schon mal ziemlich nice aus, würde ich mal sagen. Jo. Und dann könnt ihr natürlich auch die Partikeleinstellungen machen, zum Beispiel Color, ja, Over Live. Das ist jetzt hier die Standardeinstellung, die ich übrigens auch in diesem komischen Video benutzt habe, ja. Ist nicht wirklich so wichtig, wenn ihr eine Farbe haben wollt, könnt ihr es hier einfach ändern. Und dann jetzt hier die Live ist jetzt wichtig. Jetzt können wir nämlich einstellen, dass das nicht ganze Zeit überall sein soll, zum Beispiel, dass es jetzt da aufhört. So, und dann können wir auch mal die Opacity over Live. Wo ist sie jetzt? Color over Live. Ich bin, glaube ich, blind. Hier, Opacity. Over Live. Da, Mann, bin ich blind. So, dann können wir hier. Ja. Damit es schwach anfängt. Boah, bin ich schlecht. Ja, brauche ich auf jeden Fall ein paar X-Zeichen-Skills. Ja. Oh, es gibt Presets. Ja. Das ist wahrscheinlich ein gutes Preset. So, dann sieht das schon mal so aus. Dann verschwinden die langsam hinten. Jo. Und ich glaube, das war das Tutorial, wenn ich mich nicht irre. Jo. Das ist auf jeden Fall nicht so kompliziert, wie es aussieht. Jo, und da würde ich mal sagen, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Und das war's. Bis denn.